Iličko, der hat. Hallo. Iličko macht den. Dem Verlauf der Partie, glaube ich, wird das heute knacken. Sie werden ihn weiter suchen. Sie, der heute nichts trifft. Von 2017 im Januar. Iličko. Der antwortet jetzt jeder. Aber den Bonner gelingt auch noch nicht der Ausgleich. Drei Punkte. Hütterker. Mit der Übergabe. Geswitcht jetzt Robinson. Jetzt muss Iličko. Und der Pass, der zweite. Und finden Schilling. Iličko, der ist weit, aber der ist wieder drin. Drei Jahre in Braunschweig gespielt, jetzt Münchner. Carignalo, gebürtiger Münchner. Ja. Kevin Schilling, der gleich drei Mann bei ihm, aber dann ist außen halt einer frei. Schritt Richtung Sieg und dann wird's für die Bonner immer schwerer. Iličko macht. Iličko. Oh, ganz schweres. 10 Punkte hat er. Oh, Iličko, hart gefallen. Spielt, was für eine krass gute Verpflichtung er für die Bayern war. Auch da wieder gut. Es gibt ja niemanden, der sagt, dass. Also, Andi Obst ist vielleicht momentan auch wirklich der wertvolle. Uhr und wieder haben die Braunschweiger den Ball. Und das ist zu einfach. Gorst vorne selbst sind es vielleicht nur noch 5 oder 6. Und jetzt endlich mal. Iličko. Mit Turudic. Diesmal. Schwierig. Also, dann geht der letzte Angriff an die Braunschweiger, habe ich gedacht. Und da sind die ersten Punkte. Sicheren Blatt. So, tatsächlich, die Braunschweiger fehlen. Da kommt dann keiner mehr dran. Trotzdem. Iličko. Von beiden Seiten. Macht den Anschein, ja. Boah, stark von Iličko. Hier mit Braunschweig, sehr variabler Verteidigung, die da jeden Block praktisch switchen. Iličko. Und dann ist Iličko. Hat er gemacht, einen lässt er liegen. Iličko. Attackiert gegen Mann. Sieb, klasse hinterhergegangen mit dem Offensiv-Rebound. Und dann geht er irgendwie wieder raus. Zu Iličko, der ist schwer, macht er trotzdem. 5 Braunschweiger. Anständig. Iličko. Boah, Zita geht. Keine Punkte für Jones. Iličko schließt ab. In dieser so wichtigen Phase im dritten und vierten Viertel. Jetzt ist wieder James Robinson mit dabei. Kommt jetzt hier hoch. Iličko gegen Barber. Der verteidigt das gut. Iličko kriegt sie trotzdem. Hier. Iličko drückt nochmal ab für 3. Boah, den macht. Nein. Iličko, der ist dann nach Hause. Iličko, kein Foul. Einfach. Von Bjarne Krauser deswegen. War der Dank zwar spektakulär, aber zählt. Iličko.
auch ins Spiel gekommen von der Bank. Und hier ist Velička. Auf Benedikt. Bank. Nächster Dreier. Und das war zu gewollt. Da Cameron Hunt wollte die Antwort geben. Martin Peterka, sein nächster. Auf Albus und schon wieder gleich drei Braunschweiger drumherum. Sechs Arme, einer hat ihn. Und jetzt kramen zu Hause all die Statistiker. Brown deutlich zu kurz, ein Airball. Einen realen Charakter. Und wieder auf vier ran. Ja. Schilling wieder gefunden von Willi. Dann hat er gucken, wie sie da mit dem Foul-Management haushalten. Im ersten Viertel hat Braunschweig 33 gemacht. Jetzt sind sechs bislang. Peterka von Markus Forden gegen Bamberg das Spiel gewonnen seiner Mannschaft. Richter verteidigt das hier richtig gut. Jallo mit der Velička, von ihm haben wir noch nicht viel gesehen heute. Kann bislang nicht an die starken Leistungen der letzten Partien anknüpfen und dann fast das Ding von Hollatz. Turetic rollt ab und dann sind da gleich zwei Mann da. Velička, Ball nach draußen, Van Slotten für drei. Peterka und der fällt. Das Tempo raus. Velička. Auch das ist allerliebst gedribbelt und dann sich so einen Spielmacher für diese gerade so junge Mannschaft zu holen. Mit einer Zone. 3-2 Zone mit Erfolg. Der Stil von Dort gelaufen. Höchste Führung Braunschweig mit 14. Siegenhagen, nee. Mit Unkonzentriertheit. Gute Verteidigung. Velička mit dem Stil.